Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Schön, dass du wieder da bist. So, wir bauen ein Krokodil-Gehege. Erstmal müssen wir hier wieder mal Wände in die Barrieren reinmachen, damit die Leute was sehen können. Das war hier Plexiglas. So, und dann würde ich gerne, dass das Krokodil sowohl einen Rückzugsort hat, wo es schwimmen kann, als auch gesehen werden kann, wo es schwimmen kann, damit die Gäste auch was sehen. So, jetzt bauen wir einen Pool. So, dann wollen wir mal los. Wie groß? Größe, Stärke. Mal so. Ich habe überlegt, man kann das Menü deutlich kleiner machen. Ob ich das Menü mal deutlich kleiner mache. Oh, man sieht überhaupt nichts. Wir machen mal eben kurz hier. Also überall da hier, wo See hinkommen soll. Das machen wir hier das Gras weg. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. So, der Großteil soll also hier wirklich Wasser werden. Ja. Ah, oh, der macht da... Wenn wir das Gelände absenken, dann macht er da wieder... Ach, oh, das ist ja ein Heini hier. So, und dann soll auch hier... Also das soll auch hier hinten irgendwo schwimmen können, wo nicht unbedingt die Leute gucken. Kann man das einstellen, dass der da nicht Gras hinmacht, wenn... Offenbar nicht. So, dann das Ganze ein bisschen... Ausgleichen. Und ich weiß nicht, was... Oh, das war zu viel. Können wir Wasser wieder entfernen? Ja, mit Rechtsklick, gut. Das ist ein bisschen wenig. Na gut, wir können vielleicht... Ich weiß nicht, was das Krokodil haben will. Ob das Sand haben will? Das ist blöd. Weil die Höhe hier, ne? Von dem Wasser. Das Wasser müsste ein bisschen höher sein. Aber das geht nur auf diese Höhe. Seht ihr das? Und das ist zu viel, finde ich. Obwohl. Was ist denn, wenn wir jetzt leichtes Anheben machen hier? Anheben. Und dann hier. So eine Art Ufer hinmalen. Das geht nicht, wenn schon Wasser drin ist. Das geht wahrscheinlich nicht, wenn schon Wasser drin ist. Was ist das hier? Aufrauen? Ah, das geht nicht, wenn Wasser drin ist, scheint es. Da müssen wir eventuell das ganze Ding komplett tiefer machen. So, dann hier, dann ist hier so eine Art kleiner Strand. Dann hier wieder so ein bisschen. Hier so ein bisschen ausgleichen. Aber da können die Leute bis außen ran gucken. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen groß. Und so, wir schauen nochmal. Ja.
Es ist halt optisch nicht so schön, aber wir gucken mal, was die Krokodile brauchen. Also, Tierhandel. Also, wir brauchen noch eine Tür für Mitarbeiter. Huch. Gehege. Barrieren. Holzeingang. Oh, das passt nicht hier. Doch. Jut. So, dann gucken wir mal, was die Tiere brauchen. So, hoffentlich mögen die sich. Und dann geht's los. Das ist aber trotzdem irgendwie nicht schön. So, ich glaube, hier brauchen wir auch so Sachen wie Reinigungspumpen und so, ne? So, jetzt erstmal gucken. Warum laufen die auch hier rum? Kann man nicht irgendwie so einen Mitarbeitereingang machen oder so? Gehege eingang, das ist dann nur die. Gut, ich weiß jetzt, warum das Gehege nicht so groß sein musste. Hä? Gutes Männchen ist jetzt ein bisschen größer als das Weibchen. Gut, Lebensqualität durch Futter. Okay, wir brauchen erstmal Futter. Die gehen schon mal schwimmen, das ist gut. Wir brauchen Futter. Genau, das habe ich ganz vergessen. Und zwar, jetzt gehen wir hier auf Art. Gaga, gaga, ganga, gaga. Gangesgavial. Und die kriegen hier ein Essenstablett groß. Ja, Wasser brauchen die nicht. Essenstablett groß. Ja, das soll natürlich noch für die Zuschauer sehbar sein, ne? Und das mal hier so hin, ja? Das ist ja nicht so schön. Also ich mag das ja lieber, wenn das dann irgendwie so, weißt du? So, Lebensqualität Spielzeug. Da müssten wir mal gucken, dass wir jetzt hier für den Gangesgavial mal so ein paar Basissachen auch erforschen. Oder hätten wir das jetzt erst noch fertig machen sollen bei dem anderen? Das dauert zu lange. Das war natürlich auch teuer. Okay, Imbissbude können wir gleich auch aufstellen. Hier, Shelter and Climbing. Da würde ich gerne ein paar Sachen haben. Sehr gut. Mehr Rückzugsorte, weil das ist echt, also jetzt eine Hütte da. Da würde ich die dann wieder abreißen und so, keine Ahnung. Und genau, wir gucken mal, was wir den Gästen jetzt hier anbieten können an Imbissbuden. Gar nichts. Hä? Wir haben doch gerade erforscht. Hä? Achso, ich habe hier einen Filter drin. Ah, ich hätte schon längst vier andere Sachen hier aufstellen können. Chief Beef. Geldautomat. Hotdog Squad. Okay. Den haben wir ja erforscht. Kleiner Laden. Merchandise Shop. Pass auf, dann stellen wir mal hier. Direkt zu den Krokos. Stellen wir mal hoch. Einen kleinen Merchandise Shop. Da müssen natürlich auch jetzt Shop-Leute reintun, ne? Hallo? Okay, und da brauchen wir Mitarbeiter, ne? So. Mitarbeiter. Verkäufer.
Geht er jetzt da rein? Hallo? Ja. Wartet auf Kunden zum Bedienen. Der Inspektor kommt bald. Genau, und dann würde ich sagen... Ach, guck mal, die gehen ja jetzt Sachen kaufen. Das ist gut. Können wir irgendwo uns detaillierter Einnahmen... Wir müssen nochmal auf Pause stellen, weil wir das Gehege noch fertig machen müssen. Wir gehen mal kurz hier auf eine schönere Zeit. Sehen wir mal so ein bisschen eine andere Uhrzeit hier. Herausforderung, Benachrichtigung... So, Mitarbeiter, Arbeitsbereiche, Finanzen, hier. So, Käufe, eh klar, Einnahmen, Ticketverkäufe, Ladeneinnahmen. Genau, hier müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten. Darlehen, Spenden, ne? Das 15.000 durch Spenden reingekommen. Kontinuierliche Ausgaben, Lohnkosten, Tierfutter ist natürlich sehr steuer. Sehr steuer. Genau, Gesamtgewinn. Wir liegen also im Gewinnbereich. Dieses Tablett hier, das ist so hässlich. Das gibt's überhaupt nicht. Kann man das irgendwie drehen? So ging das. Da kann man das drehen. Ich will die anderen Achsen haben. Machen wir es so. So, gut. Dann Tierpfleger. Da würde ich fast vorschlagen, dass wir das bestehende Ding hier erweitern. Also, dass diese Tierpfleger hier auch dafür zuständig sind. Arbeitsbereiche. Erstmal den hier löschen. Den hier bearbeiten. Und da kommt jetzt noch zu das hier. Genau. Kann man das umbenennen irgendwie? Windhunde. Hunde und Krokus. So. Der ist immer noch nicht zufrieden mit seinem Gehalt. Na, den müssen wir eventuell nochmal... Wieso kann ich das nicht einstellen? Geöffnet. Mitarbeiter. Niedriger Bedarf. Strom, okay. Aber wieso kann ich jetzt hier nicht... So kann ich jetzt hier bei den Mitarbeitern jetzt nicht auf einmal mehr hier den Dings einstellen. Hä? Das Menü ist weg. Und der braucht auch ziemlich lange, um Sachen zu erforschen, fällt mir mal so auf. So, wir gucken mal eben kurz, was wir bei den Krokus noch optimieren können. Was sagen die denn hier? Gucken wir dir mal ein bisschen zu beim Planschen und dann fragen wir sie mal, ob sie zufrieden sind. So, hier Lebensqualität durch Nahrung kommt noch. Durch Spielzeug. Ja, einen Sprinkler könnten wir aufstellen. Den stellen wir mal hier. Vielleicht in eine der Ecken. Oh, das reicht denen schon.
Gelände. Das Gelände ist für dieses Tier wenig geeignet. Die hätten gerne weniger langes Gras, mehr Fels. Weniger langes Gras, mehr Fels. Das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Tja, wir haben neue Tiere hier. Und jetzt machen wir die noch glücklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.